Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute das Orakel hier Ukraine gegen England. Da es ja die Ukraine leider in FIFA nicht gibt, muss ich das hier mit den Karten machen oder ich hätte es auch können mit den Stickern machen. Aber ich dachte, Sticker hatte ich jetzt mal eine Zeit lang gemacht. Dann öffnen wir hier mal diese Kickoff wieder. Ich muss noch meine Pfeife hier holen. Zack, da habe ich sie. So, da würde ich sagen, wir holen jetzt erstmal hier die Booster heraus. So. Zack. Das hier zur Seite. Sieht man ja nicht, nee. So, die Limi erstmal. Wir haben hier Ivan Perisic. Von den Kroaten. Jawohl. So, erstmal hier oben in die Ecke wieder, wie immer. So. Und dann haben wir hier die vier Booster. Zack. Da ist ein bisschen Dreck hier am Tisch. So, weg, weg. Und dann würde ich sagen, starten wir in die erste Halbzeit. Und ja, also mein Tipp wäre ein 2:0 für England. Oder wenn es ganz dreckig läuft, ein 1:0. Ein dreckiges 1:0. Aber wir werden sehen. Vielleicht gibt es ja irgendwie, dass die Ukraine vielleicht sogar gewinnt. Man weiß es nicht. So, ich erstmal sortieren hier. Zack. Erstmal alles richtig drehen. So, wir haben von Wales haben wir hier Joe Roden. Dann haben wir hier für Frankreich Upamecano. Da haben wir hier für Belgien. Leider ausgeschieden gestern. Ja. Dries Mertens allerdings hier. Dann haben wir hier Polen. Leider auch schon raus. Hier Berestynski. Kylian Mbappé, der ja, der den Elfmeter leider verschossen hat. Dann haben wir hier Marcel Sabitzer für die Österreicher. Dann haben wir hier noch einen Österreicher, Dragovic. Als Fitzharrit, jawohl. Und dann müsste noch eine Karte kommen. Wir haben dann hier noch hier David Alaba, schon wieder Österreich. Drei Österreicher hier in dem Booster. Ja, das hier ist so eine Shining-Karte. Also die sollte im leuchtenden Dunkeln, im dunklen leuchten, meine ich. Ja, moin. Okay. Jetzt weiß ich schon wieder, dass ich irgendwie mir was anhören muss. So, wir kommen hier zum letzten Booster in der ersten Halbzeit. So. Ich nehme jetzt 4:18 Uhr auf. Ja, wir hatten vorhin noch Pro Clubs gezockt und GTA. Jawohl. Bis natürlich die Server nicht mehr ging. Das war richtig bitter. So. So und so rum. Wir haben hier Ungarn mit Holländer. Dann haben wir hier Dänemark mit Schmeichel. Dann haben wir hier Nilsson Lindelöf für die Schweden. Dann haben wir Nordmazedonien mit Elmas. Wir haben hier Tschechien mit Zusek. Dann haben wir hier Russland mit Sobnin. Als nächstes haben wir hier Memphis Depay von den Niederländern als Goal Machine. Ja, finde ich auch nicht schlecht hier, diese Karten. Und dann haben wir die letzte Karte hier, Finnland mit Toivio, oder wieder ausgesprochen wird, mit, als Fans Favorite. Und das war's für die erste Halbzeit. Ein 0:0 hier. Also die Ukraine schlägt sich gut gegen die Engländer. So, die Karten hier erstmal auf Seite. Ja, also mein Tipp habe ich ja gesagt, so 0, ein 2:0 oder ein
dreckiges 1:0 für die Engländer. Wenn es ganz dumm kommt, könnte sogar die Ukraine gewinnen. Ja. Also, ihr könnt ja gerne mal eure Tipps in die Kommentare schreiben. Und ich hole mir jetzt schon mal die Booster in der Zeit. Und dann würde ich sagen, wir starten in die zweite Halbzeit. Und los geht's. So. So, wir müssen doch hier irgendwie einen Engländer oder einen Ukrainer hier finden. Wir haben jetzt noch zwei Booster Zeit. Mal gespannt. So, weg hier. Dann dies rumdrehen. Zack und zack und zack. So, wir haben hier für die Türkei ja schon in der Vorrunde rausgeflogen. Hier haben wir Ünder. So, dann haben wir als nächstes Nordmazedonien mit Bardi. Als nächstes haben wir hier Schottland mit McGregor. Haben wir Julian Brandt von den Deutschen. Ja, brauchen wir nichts mehr drüber sagen hier. Dann haben wir Thomas Meunier von Belgien. Dann haben wir die Schweiz mit Jan Sommer. Dann haben wir hier schon wieder die Schweiz mit Ricardo Rodriguez als Fans Favorite. Ja. Leider auch rausgeflogen. Dann haben wir hier, oha, die, eine Multiple-Karte. Upa, Meccano, Loris und Varan als Power-Trio. Jawolski. Okay, immer noch kein Engländer. Ich habe ja keinen, nee. Wollte gerade sagen, habe ich einen übersehen? Ich glaube nicht. Und wir kommen jetzt zum Ende dieses Orakels. So. Komm, einer wird doch hier drin sein. Einer. Mir ist egal, was für einer. Hauptsache kein 0-0 hier. So, wir haben hier von Spanien Rodri. Wir haben hier von Portugal Diaz. Dann haben wir Wales Lockyer oder so ungefähr. Wir haben hier Finnland mit Pojampalo. Dann haben wir Schweiz. Alter, was ist denn heute los? Schweden, Claesson. Dann haben wir hier Dänemark mit Skov. Jetzt habe ich noch zwei Karten. Luka Modric für die Kroaten als Fans Favorite. Und dann haben wir noch Julian Brandt als Jabbel-Karte. Die sieht ja auch mal richtig nice aus. Ich finde richtig cool, diese Karten hier. So, ich müsste von der Serie hier auch mal wieder ein Mappen-Update machen. Also was heißt wieder? Ich habe noch gar keins gemacht hier von denen. Also, das heißt hier, Ende. Das Orakel geht hier 0-0 aus, aber es kann ja kein 0-0 geben. Aber leider habe ich jetzt hier keine Booster mehr. Dann müsste ich aufstehen und andere holen. Ich dachte, hier wird irgendwie was passieren. Dann sagen wir einfach, England gewinnt. Keine Ahnung. Ich kann nichts machen. Ja, dann würde ich sagen, haut rein. Denkt an eure Tipps in die Kommentare zu schreiben. Bis zum nächsten Orakel und auf Wiedersehen.